Natürlich Lausitz. Hirschkäfer gehören zu den größten Käferarten in der Lausitz. Während die Weibchen nur bis etwa 5 cm lang werden, können männliche Hirschkäfer bis zu 9 cm Länge aufweisen. Besonders auffällig ist bei den Männchen das Geweih, welcher die Käfer auch den Namen geben. Genau genommen handelt es sich dabei aber um den Oberkiefer des Tieres. Trotz des imposanten Aussehens sind Hirschkäfer eher harmlose Tiere. Ein Hirschkäferbiss kann dennoch sowohl von den Weibchen als auch von den Männchen gewisse Schmerzen verursachen. Die Lebensdauer als fertige Käfer nach dem Verlassen des Schlupfes beträgt übrigens nur wenige Wochen. Die Entwicklung von der Larve zum Käfer davor erstreckt sich aber über einen Zeitraum von 3 bis 8 Jahren. Die Verpuppungen finden zumeist tief im Erdreich statt, in den Wurzeln verschiedenster Laub- oder Obstbäume. Entdeckt wurde der Hirschkäfer erst Mitte des 17. Jahrhunderts im Süden Italiens. Insgesamt gibt es etwa 90 verschiedene Arten, welche vor allem in Europa und Ostasien beheimatet sind. In Deutschland steht der Hirschkäfer auf der roten Liste und gilt als stark vom Aussterben bedrohte Spezies.